Nein! Ich hab's was zaghaft. Den einen blub blub, dann rechts zum anderen. Ich sehe ihn, was mache ich? Vielleicht streichle ich ihn nur kurz. Warum habe ich den nicht richtig gebumst? So richtig schön weggebumst. Verstehst du? Ich bin ja in Berlin Jost geworden. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Matchmaking Counter-Strecken Inferno. Oh, naja, okay. Ich habe so ein bisschen auf Köbelstein gehofft, auf Körbel. Ich hoffe auf ein gutes Team. Ich habe vorhin eine Aufnahme gemacht, die ich komplett verworfen habe, weil das Team sogar surrendern wollte. Es war wieder unglaublich. Es war wieder unglaublich, Leute. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich das nicht ausbaue zu einem Pickfresher aus Counter-Strike oder so, aber es waren einfach wieder 4 Kinder, ja? Nach den ersten 2 Runden hatte der einen keinen Kill. Dann fangen die an, sich gegenseitig zu pimmeln. Und es ging immer so weiter, bis einer gegangen ist, ne? Und der war dann komplett weg, hat 30 Minuten Bann bekommen. Und dann sagt der nächste, komm, wir surrendern. Der andere sagt nein und schießt den an. Es war einfach räudig. Wirklich räudig. Ich nehme diese Matchmaking-Folgen ja immer solo auf, weil das Team eben meistens die Videos ausmacht. Aber das war so destruktiv, so unglaublich behindert. Es ging einfach nicht. Es ging einfach null. Es war unmöglich, da etwas draus zu machen, weil ich selbst dann so abgefuckt war von diesen kleinen, räudigen... Noch nicht mal, es sind noch nicht mal Missgeburten, es sind Fehlgeburten. Wisst ihr, wo der Arzt dasteht und sagt, kann es jetzt weg oder kann man das noch essen? Solche Leute waren das. Einfach so verschwendetes menschliches Material. Das ist wirklich abgeranzte Scheiße. Mal gucken, ob das Team jetzt hier cool ist. Hello, Team. Hello, I got B. Hello guys, I'm good today. Sie klingen ja schon mal recht vernünftig. Ich habe endlich eine neue Key-Technik herausgefunden, damit ich den Greenscreen noch besser weggehen kann. Die ganze Sehr gut, ich will nämlich da hoch. Die ganze Geschichte wird man aber erst in 1-2 Videos sehen, also bei diesem hier auch schon. Es kommt jetzt aber noch eins, dieses Don't Let Me Die and Retry, das. Da ist der Greenscreen so schlecht wie noch nie gekeyt. Das sieht echt schrecklich aus, ich bin ganz grün und mein T-Shirt war weg. Buttons. Ah, wie ich schon gepimmelt hab, Mann, geil! Versteh ich das gerade, Mo? Das war natürlich total geplant, ne? Es war gezielt, es war geplant, es war einfach on point. 191 und 136, das war schon wirklich zuckrig. Und Gobi. C4 ist mies. C4, wie süß. Steps on B. Das machen sie. Ja! Leute, schicke erste Runde, oder? Kann man schon wirklich nicht meckern, was sie da getrieben haben. Gut gemacht, Männer! Sehr, sehr gut! Alle, allesamt sehr, sehr gut. Ja, wir kaufen mal direkt ein. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich wollte eine P90 haben. Nein, was habe ich getan? So eine Scout ist jetzt nicht unbedingt eine P90, ne? Aber gut, Scout geht auch da oben. Wie viele Kills habe ich mit der Redo? Aha, 9. Na gut, machen wir mal ein 10. drauf, ne? Jetzt so, aber geschwind. Und Partners. Ha! Und in Apartments. Shit, Mann! Nice! War ich gerade überfordert? Warum war der denn jetzt direkt bei mir drin gestanden? Sind die Mates nicht sogar bis vor zu Dark durchgelaufen oder habe ich es wieder nicht richtig geblickt auf der Karte? Wie peinlich! Egal, ich habe trotzdem meinen Sold getan, ich habe gecallt und ich habe die Nades ganz gut geschmissen. Okay, die Kollegen sind bei Second Mid bereits. Ja, B. Keine Ahnung, wie die auf B gekommen sind. Eigentlich sind die Kollegen von... Ah, die sind beide Banane ganz durch. Ne? Da sind sie wahrscheinlich über T und dann auf B gegangen. Kleine Terroristin, Pisser. Nice. Ich muss schnell die Scout weglegen. Es geht gerade gar nicht mit der Scout. Ich denke jetzt eh, dass es B wird. Okay, ja. Sieht nach B aus. Sieht stark nach B aus. Ich krieg nichts ab. Die Mates sind zu gut. Ich krieg einfach keinen Feind. Okay, gut, wir haben es geschafft. Läuft. Okay, vielleicht sehe ich jetzt die nächste Runde auch wieder einen Feind, auf den ich auch so ein bisschen ballern kann. Ich war jetzt ja doch eher verteidigend gestanden, aber gut. So holen wir eben auch die Runden. Klar, wenn wir einfach gescheit spielen, es geht ja nicht um die Frags, sondern um die gewonnenen Runden. Aber so ein paar Frags hätte ich schon gerne. Oh my god, he's killing me behind the smoke. What the fuck? Oh Mann, weil ich jetzt noch nach links gucken musste, konnte ich hier nicht pimmeln. Aber es war easy mein Kill gewesen. Läuft bei mir, ne? Oh, ein Hühnchen. Soll ich vielleicht ein Hühnchen mitnehmen auf meine lange Reise? Meine Buttons. Two steps in second mid. Go B. One more ramp. Ramp left. Right side. Nice. Jawoll! 6-0. Unser Team ist halt auch echt eine edle Socke. So im Ganzen. One Apartments. Yellow, attention. Wir haben One Apartments. Yes. Tja, das war gerade im Kacke mit Gelb. Yellow, his apartment, und er geht rein, ist tot. Ja. One more fire, one right on the back. Ramp 2. They go both. Ja.
Pickpacking. Fuck! Es sind noch drei. Es sind echt noch drei. Ich dachte so ganz kurz, es wären vielleicht nur noch zwei. Aber der Headshot hat so ein bisschen gesessen, ne? Schade, dass es nicht so ein richtig krasser Headshot war, ne? So einer, der richtig in den Kopf geht, nicht nur in die Knie oder so, ne? Verlieren die Geschosse eigentlich auf die Distanz auch ihre Kraft in dem Spiel? Oder sind sie auf 80 Kilometer genauso damage-dealend wie direkt vor einem? Wenn man davon ausgeht, dass man immer trifft in die gleiche Stelle. Wie ist das so mit diesen Geschossen? Komm! Okay, man, let's save. Terrorists win. What do you mean? Let's buy? Ich würde nicht nur ein Let's Buy empfehlen, sondern auch ein Let's Try, dudes! Okay. Ich bin mir sicher, dass wir das hier noch ganz locker um die, dass wir die ganz locker um die Ecke bringen hier, die Tees. Oh, die AWP. Komm, ran! Alle zusammen! Nice! Richtig edel, Mann! Geil, deine wurde sogar geneigt! Pushing to B in Banana. Lass mich mal eine Granate schmeißen. Nein! Ich hab's versaghaft! Den einen blub blub, dann rechts zum anderen, ich sehe ihn, was mache ich? Vielleicht streichle ich ihn nur kurz. Warum habe ich den nicht richtig gebumst? So richtig schön weg hier bumst, verstehst du? Ich bin ja in Berlin Jost geworden. I think they're rotating to A. Maybe. No. Yeah, he steps middle. What? One pit. Ah, fuck! Ich hab den Molly verschmissen wie die Sau. Und dann auch noch, fuck, Mann! Ich dachte mir, ich mach das so richtig sneaky, Mann. Den Molly drauf und sobald er dann wegrennt wegen der Flamme, fick ich ihn kaputt. Aber das hat nicht funktioniert, Witch. Ja! Wo war das? Keine Ahnung, es klang so, als wär's direkt neben mir. Der Headshot. Okay. Und auf Hotmans war dort. Op ist down. Nice. Ich hätte jetzt nicht unbedingt geneift. Ich hätte mich hingesetzt und mit der Pistole gezielt den Keller schossen und nicht mit dem Knife hinrennen. Stellt euch vor, er wäre jetzt erschossen worden und der andere wäre dann vielleicht auch verreckt. Der hat immerhin eine AK gehabt, also hätte auch ins Auge gehen können. So. Aber hey, ich habe Kevlar, ich habe meine Knives, ich habe doch alles am Start, was ich gerne dabei habe. Von daher ist doch alles super. Ich habe aber das unangenehme Gefühl, dass wir bei Team den Hoden aufgerissen bekommen. Ich hoffe, diese Befürchtung tritt nicht in das Licht der Wahrheit ein. Apartments coming. He's coming now. Einfach dumm gelaufen. Ich hätte ihn vielleicht nachher kommen lassen sollen. Immerhin sind wir ja in der Lage zu warten. Sie müssen ja kommen. Er war einfach zu fett. Er war zu fett, um da dran zu kommen an die Bombe. Kalmhund, weißt du, der Kalmhund. Warum bin ich so bescheuert? Ich will direkt hinrennen und die Waffe aufheben, obwohl ich genau weiß, gleich kommt einer. So wie mit dem Nachladen. Nice try. Naja, die Hälfte ist jetzt nicht so prickelnd gewesen, aber wir sind zumindest alle so ungefähr vom gleichen Schlag. So kommt es einem vor. Ach komm! Vor mir waren zwei Mates und er stirbt nicht. Ich meine, ich werd getroffen, hä? Oder war das von hinten? Ich habe von zwei Leuten Damage bekommen. Es könnte auch von hinten einer durch den Smoke gewesen sein. Okay. Wie unglücklich war das denn gerade eben? Ich meine, klar, das sind halt die Global-Taktiken. Wisst ihr, jeder, der unter Global ist, wird jetzt denken, warum hast du geplantet, da hat doch noch einer gelebt. Wenn ihr halt schlecht seid. Wenn das Team vor mir kämpft, das ist mein Schild. Da muss ich die Bombe legen. Ich meine, Bombe legen ist immer optimal. Hinter mir war gesmoked, was will man mehr? Und dann passiert einfach sowas, dass ich ganz räudig gebumst werde. Ich dachte halt auch, dass er gleich mal tot ist, da der verschissene Gegner auf dem Spot. Aber nein! Egal, es hat uns nicht den Sieg gekostet, es hat uns sogar den Sieg gebracht. Wisst ihr? Hätte ich mitgeschossen, hätte ich die Mates getroffen. Nice. One CT. Merkst du was? Er legt die Bombe und er schießt auf ihn drauf und er stirbt aber nicht, weil er ein Glückspilz ist, ein Verschissener. Ich bin ein Pechpilz. Nein! Wow. Shit, man hat da keinen gesehen, wie ich gezuckelt hab. Das Mauspad muss halt auch on point sein, ne? Gott, was ist da drauf? Nix. Sieht super aus. Nur Staub, alles gut. Muss man so ein Mauspad eigentlich auch waschen? Ich meine, ich hab nie mit dem Mauspad gespielt. Und jetzt habe ich dieses hier seit, naja, ich glaube einem halben Jahr. Beziehungsweise seitdem ich stream. Ich habe mir das ja durch. Ihr habt mir das ja gekauft praktisch, also geschenkt. Muss man das irgendwie waschen? Oder wie sieht das aus? Da ist nur ein bisschen Staub drauf. Ich meine, es kommt da eigentlich kein großartiger Dreck drauf. Naja, komm. Hey, Green, bei vor mir, please. Oh. So. No problem.
No problem. Green Buy und ich habe schon die AK in der Hand. Buy Orb von mir. Er dreht sich so ganz langsam um. Und ich gucke ihn an. Sorry. Seriously, dude? Seriously? Oh, behind the car. Shit. 64 und 3 noch gegeben. Ah! Da steht 7-12. Ich denke nicht, dass die jetzt hier nochmal ein Comeback rausdrücken können, denn wir sind einfach zu aggressiv für diese Herren. Ja, ich hab noch einen Heller gedrückt! One low HP. Alter, haben die uns gerupft. Was macht das Huhn da unten im Boden? Oh nein, nein! Alter, ich war gerade echt nicht bereit dafür jetzt. Nein, ich bin von der scheiß Motorhaube runtergerutscht. Eigentlich müsste ich jetzt wissen, dass man da nicht hochklettern kann, aber ich bin runtergerutscht. Hat das gesehen? So ein Scheiß, Mann. Oh Gott. Oh Gott. What the fuck? Das ist einfach Pech. Man denkt doch dann immer in so einem Moment, scheiße, 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 ich darf nicht sterben. Man geht in die Smoke. Und dann sind aber immer die ersten paar Schüsse schon die, die einen dann ficken in die Smoke rein. Das ist bitter. Also wir müssen jetzt noch ranklotzen ein bisschen, weil sonst... scheiße, Mann, die haben jetzt eben 3 Runden geholt. Ein wenig müssen wir schon noch pimmeln. Nein! One Apartments. Yay. Nein, hinter mir, Alter, scheiße! Egal. Ich habe jetzt schön angefaked, mehr oder weniger. Guck mal, wir überlegt, was schmeiß ich jetzt, was schmeiß ich jetzt? Wohin schmeiß ich jetzt? Aber jetzt müsst ihr ran, Leute. One coming from banana. Die Bombe war so ein bisschen langsam gelegt, die hätte er schon vor 5 Sekunden legen können. Also, nice. Ja, Don Peak. Oh Gott. Trotzdem, beide hätten warten sollen. Dann wären sie zu zweit gegen einen. Aber nein, nein, er muss gucken. Oh, scheiße, ich habe keinen Scheiß und so. Fuck. Ist genauso schlimm wie zu peaken. Hm, naja. Schlechtes Geldmanagement eben. Full Eco, okay. Bitte direkt Full Eco. Don't buy nothing, ja. Yeah. Don't buy nothing. Also müssen wir alles kaufen. Shit. Ich hab die Bombe. Tja, was soll man da großartig machen, ne? Oh, ich hab einen hart angefragt, ne? 45, naja. Go Rush, Apartments, okay. Go second mid, go second mid, okay? Okay. Apps one. But low. Scheiße. Aber hey, ich habe ihm wie viel gegeben? 14 und 1. Das ist schon wirklich eine enorme Leistung. 2 middle more. 1 half. 1 middle. Nice, go, 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 fast, 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 fast. No, long one, no. One big. Library and long. Woo! Haben wir gut gemacht, Männer! Nein. Oh yeah! Di-di-di-di-di-di-di! Haha! Huni's up. Ich bin voller Euphorie und will die Orb verteilen, dann... AWP? Oh, ungern. Ich sag's mal, es ist ungern. Haha, die Leute, Alter, oder was? Ich dachte, die Steine schützen mich so visuell. Ach komm, Mann, da war noch einer. Mann, wie weak war das? 14-14. Edel. Purple Gobi. One Graveyard, low HP. Let's go, let's go. Let's go. Nice. 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 One more fucking round. And we win. Nein, er hockt da oben. Er macht das, was ich vorhin vorhatte. Aber nicht da, wenn links. Nice try. Na, immerhin ein Draw, oder? Was will man mehr? Leute, komm, mach doch mal einfach jetzt Wurstsalat draus.